Ja, und wieder bei Tales of Hesperia. Beim letzten Mal sind wir hier durch die Kanalisation gegangen und stehen eigentlich jetzt direkt vor der Tür zu dem Ort, wo wir hin müssen. Also, let's go. Where are we? A tavern in the eastern part of town used by Barbos as a hideout. Basically, it's the place you guys were trying to sneak into. Then Barbos is somewhere around here? Looks like there's a second floor. Let's see what's up there. Jo, ich überlege gerade, konnte man in der Xbox-Version sich in dieser Bar umgucken? Ist keine Selbstbedienung. Na gut. Aber der Theke ist gar keine zum Bedienen. Aber eine schöne Sache ist auch hier. Da steht ein Name drauf. Sakuraba? Der Composer der Musik dieses Spiels. Finde ich auch cool. Easter Eggs. Das Spiel hat viele. Barbos, what is the meaning of this? I haven't the slightest idea what you're talking about. The tower and the Blastia, of course. I have yet to receive any reports about them. Why should I have to report to you about something like that? What? Building that lousy tower fortress of yours without speaking a word of it to your own employer? You even went so far as to use Leviathan's claw for help. I'm not your lapdog, Grigo. I just gathered the cores together, like you requested. It's thanks to my efforts that you were able to make that weather-controlling Blastia. And just what made you think it was okay to carry off the extra cores? Our mutual non-interference was a condition of our agreement, was it not? What? And did I ever interfere with what you were doing? Barbos, how dare you! You will leave now, Magistrate. Remember this, Barbos. Black-hearted filth like you always get what they deserve in the end. Sag der Richtige. You're one to talk, Rago. You guys! It's the World Series of Villains, and you had to take the best seat in the house? What fool would dare to heckle my exquisite performance? Oh-ho! If it isn't the little runts I met on the ship. You're the one who's been causing all of the recent chaos. And what of it? You fools will never manage to capture me. Oh, yeah? What's your reasoning there? A villain is someone who never considers losing a possibility. That's why he thinks the way he does. If so, then that makes you quite a villain, Yuri. Yep, I'm nefarious. So we're rebelling, huh? You're a real troublemaker, you know that? You've got a big mouth, brat. You would dare to oppose me? I thought I told you before that next time you wouldn't get off so easy. All the better for us to tear things up. Take them down! Ha ha! The fools have started to march. Now that meddlesome Don and the Knights will destroy each other. He did this to destroy the Union and to eliminate the Dawn. If the Knights are destroyed, who will protect the Empire? Rago, why would you... Of course! He's gonna weaken the Imperial Knights so that the Council can step in and control the Empire! And he's gonna use the Blood Alliance to seize Altosk and rule over the Union. Oh my! The Knights and the Union going down together. It's just as Flynn said. So what if you know now? No matter what you do, you won't be able to stop the battle! Huh, we'll see. And your existence comes to an end here. Damn it, he's too late. Flynn! Stop! All of you! Sheath your blades! I am Flynn Shifo of the Imperial Knights. I have come bearing a letter from Master Yoder. The letter you received from the Empire was false. It was the work of a rebel. Draw back your armies at once! I thought you weren't coming back. And leave Yuri behind to take the fall for me? I wouldn't dream of it.
Rego, you fool! You didn't keep up your end of the bargain. Don't hurt me! Damn! Yuri! They're aiming at Flynn! Got him! Nice shot, Carol! You brats think you can stop me? Get out of here! Head for the exit! Yuri, no! It's too dangerous! It should take time for the air to recharge. I'll try and stop him before... Now! You're too late! No! It charged up too quickly! What the heck? What in the world is that? Oh, so you're back for more, Dragon Freak? Rita, knock it off! Our enemy's over there! My enemy is this Dragon Freak! Leave it alone for now! I'm gonna make you wish you hadn't done that! What? He can fly? Oh, so the boss is heading for the hills, huh? Oh! Get back here, you freak! Think I'm just gonna let you get away? If you're going after him, let me come with you. We're a little short on wings around here. Are you crazy? This jerk's our enemy! No matter what happens, I've gotta catch that guy. Come on! Yes! Thanks! Wait! What about us? This guy's overloaded enough as it is. But what should we... You guys hold down the fort here. What? Stay out of trouble. Damn it, Yuri! And let Flynn know I'm stepping out for a while. Darf ich auch mal wieder was sagen? Also Flynn hat's doch noch rechtzeitig geschafft. Sofort in die Mitte geschmissen. Ich bin Flynn Schifo. Ihr seid alle auf den, keine Ahnung, Trick reingefallen. April. Joa. Barbos ist abgehauen. Dem dürfen wir jetzt hinterherfliegen und Rago auch oder so. Wie kannst du es wagen? Der hat sich, glaube ich, auch zwischendurch weggeschlichen, wenn man das im Hintergrund vielleicht gesehen hat. Na, Motto, nee, ich war da nicht da. Alles ist okay, ich war da nicht. Na dann, Barbos hinterher. Man hat sich da schon mal der Sand stumm gelegt. Übrigens, die Waffe, die er da gerade trägt, ist eine Waffe, die man eigentlich erst ziemlich spät im Spiel bekommt. Der Turm der Zahnräder, Gasfarost. Warum auch immer man ihm diese Waffe jetzt hier schon gegeben hat, also als quasi Standard Waffe, aber ja. Die hat er noch nicht. Here comes trouble. You've destroyed the Blastia! Hey, are you okay? Bastards! We're just getting started. Huh. My men won't have any trouble taking care of a brat like you. Now rip him to pieces!
Das ist wieder so ein Kampf, der ist ein kleines bisschen gemein gegen so viele Leute gleichzeitig. Autsch. Machen zumindest nicht viel Schaden, aber die können einen leider ziemlich gut stunlocken, wenn alle gleichzeitig angreifen. Wie man sieht. Kommt einem einfach einer nach dem anderen und haut einmal drauf. Also das ist schon ein ziemlich gemeiner Kampf hier eigentlich, finde ich, weil wenn man echt Pech hat, dann locken die einen schon richtig zu Tode, sage ich mal, ne? Ja, das ist schon nicht gerade der schönste Kampf, so gerade am Anfang. Und sie versuchen sich irgendwie mit... Sie machen zumindest nicht viel Schaden, das ist halt das einzig Gute an dem Ganzen. Aber es ist trotzdem nicht gerade ein gut gemachter Kampf. Also das Spiel hat auch hier und da seine kleinen Macken. Und man kommt einfach zu nichts. Aber hey, wenigstens gehen die langsam down. Wir haben auch nur ein paar tausend KP. Prinzipiell sind wir mit zwei Kombos eigentlich tot. Ich muss ja meine KP auch ein bisschen achten. Allgemein gesagt, das Spiel, sobald man gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft, mit einem Charakter ist es schon schwer. Ganz eigentlich kann man es auch ganz gut machen, indem man einfach ganz viel Azurschneider macht, indem man Azurschneider und wegläuft, Azurschneider und wegläuft, aber ich glaube, bei der Menge an Gegnern wird es dann irgendwann auch schwer. Naja, hätten wir das. Kann ich irgendwas kochen? Nein. Is that all you got? Looks like I'm gonna have to teach you your place. Huh, that's a handy sword you've got. Think you're lost because of this sword, huh? I don't know. What do you think? Yeah, talk it up while you've got the chance. We've got a nice painful death all set up for you. Echt praktisch, du kannst damit fliegen, du kannst mit Waffen weghauen. Kannst sicher noch viel mehr damit machen. Now shut up for a while. What's the deal? Please, I've got to get out of here. It's always something with you, isn't it, old man? It's not polite to point sharp objects at your elders. Yeah! Hey! That's enough. Damn it! A woman? And she's Christian? Are you all right? Sorry. Well, after all, you did help Baul back then. Baul? Yes, my friend. Oh, you mean that monster? So tell me, what are you going around destroying Blastia for? Not a big deal if you don't feel like talking about it. I'm afraid it's not as impressive as you might think. I'm destroying them because I want to. You're right. I'm not all that impressed. So that's why you mashed up Barbos's Blastia, too. Yes, but I didn't finish the job. And can you just let this one go? There wouldn't be any fun in destroying something like that. Huh. Hey, why don't we work together a little longer? Hmm. It's true, I wasn't able to finish off the Blastia on the roof. Okay, then. So what do we do? Hmm, there is one way I was thinking we could get out of here. Well, if you think it might work, what's the harm in trying it out? I always say, those who can, should. Okay, just go along with me on this. I'll just follow your lead. Don't worry.
It's a little nerve-wracking working with a pretty lady, though. Ah! Oh, that is it! Pipe down! Cut it out! You cut it out! I said that's enough! I've had it up to here with you! Somebody get me away from this psycho! So I'm gonna have to teach you a lesson, huh? So kann man auch gut ausbrechen. Tada! You're free. Thanks for your help. I think I still owe you one more. Huh? Guess I overdid it back there. There. That makes us even. I'm Yuri. Yuri Lowell. Judith. Judith? Judy's easier to say. Fine by me. All right. On to the next objective. Next? Well, we could check out the blastie on the roof. All we have to do is go up. Won't your friends be waiting for you? I don't mind taking care of the blastia first. Up we go, then. And how exactly do we go up? This is heavy. Yeah, just go wander off. Reminds me of a certain princess. A princess? Never mind. There's gotta be a way up around here somewhere. Let's see what we can find. Ja, unsere Drachenreiterin, oder unser Drachenreiter hat sich im Endeffekt als Mädchen herausgestellt. Die durch die Gegend fliegt und einfach Bock hat, ja, Sachen kaputt zu machen. Ihrer Antwort nachzuurteilen. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier drin so machen können. Und erstmal das anhören. Hey, why were you wearing that stuffy looking suit of armor? Oh, you didn't like it? It's pretty sturdy and protects my body quite nicely. See? Look at this beautiful skin, free of bruises and blemishes. Very nice. I'm actually worried where my eyes might wander. You don't look all that worried to me. I've just got a good poker face. So you're okay? You don't mind leaving your armor behind? It's sturdy, but it's heavy. Walking around with that on tires me out. Hey, no complaints here. I prefer eye candy to scary armor any day. Ja. Wunderschöne Aussagen. We can't go any higher, and we can't go outside either. What's the matter? My spear is gone. Things might be difficult without a weapon. What the? Is the sorcerer's ring broken? Did the air here do this? Hey, you're more fashion conscious than I thought. This isn't fashion. You go like this and... It moved. It's powered up. I'll bet you could move other levers with that too. You think it's okay? I'm afraid it might blow up or something. If it happens, it happens. For now, let's pull that lever over there. If something this tiny exploded, I guess it wouldn't be too dangerous. Ja, damit haben wir ein kleines Power-Up für unseren Ring bekommen. Der hätte zum einen mal die Farbe geändert und zum anderen kann er jetzt auch... So. Wie auch immer ich da noch getroffen habe. Sowas. So, lässt er mich jetzt auch weitergehen? Ja, nee. Erstmal unsere Waffen zurückholen. Na gut. Dann gucken wir uns die Tür hier links an. Was that fancy ring a present from someone? I guess you could call it a present. Well, well, looks like you're quite the ladies man. No, no, no. I'm just a big sucker. Oh? It's amazing enough the ring holds power, but it even reacts to air and becomes stronger. You must have a very strong bond with the girl who gave that to you. That's one bond I wouldn't mind breaking. Nicht gerade nett von ihm. Okay, this is my weapon. Can't find yours? Someone might have just took it. Maybe. Why don't you just pick one here? Right. Was that something special for you? Yes, it was. Well, this should do for a while. I'll take this. Are you fine with that? I don't think I will find my weapon here. I'll look for it as I go on. I'll try looking for it too. Thank you. Ja, man hat ja gesehen, dass sie so einen ziemlich specialigen Speer dabei hatte immer. Und den hat sie jetzt leider nicht mehr. So, hier haben wir auch nochmal Judith. Ist auch auf dem gleichen Level wie wir. Ich denke mal, sie wird einfach angepasst.
So, du kannst auf jeden Fall... Ja, ich glaube, ich hatte eine Waffe noch sogar für sie gekauft. Als ich noch letztes in der Stadt war. Ich glaube, bevor wir in die Kanalisation gegangen sind. Ich habe es nur nicht gezeigt. So, hast du schon... Müssen wir irgendwann mal die ganzen Fähigkeiten durchgucken, ne? Ob es ja noch gar nicht gemacht. Das brauche ich nicht. Irgendwann. So, kannst auch voller Arzt. Das ist auch okay. Das ist auch alles okay. Du stehst da. Das klingt gut. Dann wollen wir mal. Ein paar Kämpfe dürfen wir nämlich gleich auch zu zweit machen. Judy, kann ich schon mal sagen, ist eine gute Luftkämpferin. Ach, und plötzlich steht hier auch noch einer. Ich glaube, bei dir kann man einkaufen, ne? Ja. Ja, wir sind eine ziemlich gute Luftkämpferin. Ist, glaube ich, nicht so meins. Also ich selbst kann sie da nicht so wirklich gut steuern, aber der Computer kann das. Das ist sowieso immer gut, ne? Wenn man sieht so, wenn ein Computerspieler halt spielt oder wenn man selbst spielt, dann denkt man sich auch so, dass ich kann das nicht, was er da macht, aber okay. So, immer noch ein bisschen Reis mit. Die irgendwas Interessantes synthetisieren. Nö, mir fehlen immer noch die Vogelfedern. Na gut. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Hier ist nämlich noch ein Speicherpunkt drin. Ein Heil- und Speicherpunkt. Und kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwo noch was rumliegt. Ja, der Typ da. Die Sache ist, eigentlich waren es ja zwei Wächter. Wo ist der zweite hin? Er ist einfach weggelaufen. Haben wir den überrumpelt? Wer weiß. Okay. Dann ab nach oben. Also ich habe das Gefühl, irgendwie in so ziemlich vielen Tales-Spielen gibt es immer so einen, der Luftkombos ganz gut machen kann. You're pretty strong. Can you use an overlimit by it? Sure, yeah. Okay, then try this. Huh? What's this? The limit duo. Your battle spirit can allow you to use even more powerful overlimits. Oh yeah? If your battle spirit is the real thing, that is. So what else can you tell me about these strong overlimits? You can produce more power when attacking alone. Is that so? I still don't quite get it. Really? Maybe you'll pick it up as you use them in battle. Sounds good to me. All right, let's get moving then. So. Damit können wir jetzt auch das Overlimit auf die nächste Stufe bringen. Ja, bisher hatten wir mal nur Stufe 1. Damit können wir jetzt auch, ja, offensichtlich Stufe 2 auch aktivieren. Ich glaube... Dafür muss man einfach nur auf dem... Ich glaube, man fängt quasi, wenn man rechts auf dem Steuerkreuz drückt, bei 1 an und dann quasi im Uhrzeigersinn weiter für 2 dann, also sprich nach unten. Alternativ kann man auch einfach nach oben drücken, das aktiviert immer das höchste Overlimit, was gerade möglich ist. Ich habe gerade ziemlich aufs Maul bekommen von den Gegnern. So. Ich habe ein bisschen worked up. Diese Power wird mich stärker machen. Lag da jetzt noch eine Truhe oder habe ich die... Ne, war nur die eine, die ich eh schon geöffnet habe. Okay. Also ich glaube, man kann sich denken, dass da wahrscheinlich ein paar mehr Overlimit-Stufen noch erscheinen. Ich glaube, 1 und 2 unterscheiden sich gar nicht mal so wirklich voneinander. Ich meine nicht. Ich meine, die sind gleichwertig. Aber ich kann auch mal gucken, ob im Kampfbuch dazu was steht. Über Level 2 Level fügt einem gestürzten Schaden weiteren Schaden zu. Okay. Schauen wir da, mit 2 Fügen gleichzeitig den Überlimit-Modus wechseln. Mhm. Okay. Das wusste ich nicht. Aber man hat auch sehr, sehr selten 2 Charaktere gleichzeitig im Overlimit. Eigentlich... Ja, man muss halt beide quasi manuell in den Overlimit setzen oder man hat halt an, dass sie auch Overlimits selbst verwenden können. Dann vielleicht. Oder es gibt manche Fähigkeiten, die machen halt, dass sich Overlimit bei naheliegenden Charakteren auch irgendwie aktiviert oder irgendwie sowas. Oder wenn einer einen Charakter in der Overlimit hat. Irgendwie sowas in der Richtung. Dadurch können vielleicht mal... mehrere Overlimits gleichzeitig aktivieren.
gucken. Da kann man nichts machen. Ich habe gerade noch neue Rüstung bekommen. Und für dich auch. So. Schauen wir, ob hier noch irgendwas ist sonst. Nicht, dass ich hier noch klauen kann. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen den einen Kampf doch. Und beim nächsten Mal laufen wir raus. Denn da kommen dann die nächsten Cutscenes schon. Schon fertig? Wollte ich gerade sagen. Magic fliegt schon wieder richtig hart auf die Fresse hier die ganze Zeit. Soll wieder reinkommen hier ins Spiel. Spielt mal eine Woche kein Vesperia, schon weiß man nicht mehr, wie es geht. You want revenge? Bring it. Hey. Oh, guck mal, direkt sogar was gelernt. Na, noch nicht fertig. Na gut, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.